Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033. Beim letzten Mal haben wir Sascha erfolgreich zu seiner Mutter zurückbringen können und haben damit, sag ich mal, ja, uns mehr oder weniger freiwillig den Weg an die Oberfläche gebahnt durch die Lochstation. Und diese Leute, die wir dort angetroffen haben, die haben uns noch den ehrenwerten Hinweis gegeben, yo. Du, an der Oberfläche gibt es ja immer noch so ein paar Faschisten, die wollen dir ans Leder. Und was soll ich sagen? Sie hatten recht. Nur, dass diese Peoples diesmal, ja, unterlegen waren. Zu unserem Vorteil. Und es war auch die richtige Entscheidung, dass wir gesagt haben: Jo, wir decken uns nochmal ein bisschen mit ein paar Medikits ein, weil ansonsten hätten wir das nämlich nicht geschafft. Der hat keine Muni, aber das Gewehr selber brauche ich auch nicht. Ja, wir sind nach wie vor dabei, die Nachricht, die uns der Kommandant gegeben hatte, zur Polis zu bringen. Das ist so unsere Main Quest momentan. Obwohl wir uns mit Ullmann ja auch noch treffen müssen. Das steht ja auch noch aus. Nur eins nach dem anderen, ne? Um dahin zu kommen, müssen wir uns, ja, überhaupt erstmal müssen wir es schaffen, dahin zu kommen, ne? Zu dem Treffpunkt. So, und wir konnten uns zwar schon einigen Leuten entledigen, aber es ist noch nicht in Gänze vorbei. Ja, der Filter macht auch schon wieder. Ja, der Filter macht auch wieder ein paar Spirenzchen, wollte ich sagen. Oh, bitte nicht schon wieder von vorne, Alter. Bitte nicht. Nein! Die Leiter runter. Oh, ist das ärgerlich, Alter. Durch einen Fehltritt. Scheiße, verdammte Fledermäuse! Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Ja, passt auf. Und ich muss auch beim nächsten Mal aufpassen. Ja, jetzt kann mich ja noch gar keiner gesehen haben. Theoretisch. Theoretisch, Alter. Gehen wir das nochmal durch. Wir haben maximal 15 Minuten, um die Luftschleuse zu öffnen. Schaffen wir es nicht, ziehen wir uns zur Basis zurück. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir sie sprengen können. Was meinen Sie, Herr Offizier? Hier oben zu stehen, finde ich gruselig. Na, was haben wir denn hier? Einen Denker. Brillant. Und haben Sie auch darüber nachgedacht, was wir tun, sobald wir das Loch erobert haben? Sollen wir dann Ihren dummen Kopf nehmen, um den Ausgang zu stopfen? Lassen Sie das. Der Kommandant hat uns eine klare Aufgabe erteilt. Die Station still erobern. Mich nur noch finden. Ich habe es jetzt nicht, ne? Ja, und vor allem die da oben gehen mir einfach auf den Sack. Soweit kann ich das Messer bestimmt auch nicht werfen. Das allerdings kann geholfen haben. Mann verletzt!
Und da habe ich da einen Triple Kill gezogen. Nein, noch habt ihr mich nicht. Das war Luck. War es wirklich der letzte? Kann ich mir schon fast gar nicht vorstellen. Nee. Gut, ehrlich gesagt muss ich auch nicht jeden killen. Diesmal mache ich hier keinen Adler. Okay, der da unten läuft auch gerade weg. Das kann ich zum Vorteil nutzen. Passt das denn zusammen, Junge? Einfach straight ins Gesicht gelogen. So, bevor wir da jetzt raufgehen. Das ist nur das eine Magazin für die... für die Kalaschnikow. Und am letzten, ey, am letzten Dude, höchstwahrscheinlich, hat's wieder gehapert. Das ist so ärgerlich, Alter. Manometer, ey. Gibt's doch nicht. Mal gucken, wie es jetzt funktioniert. Gehen wir das noch mal durch. Gibt's einfach nicht, Alter. Es gibt's nicht. Ja eben, woher soll er das wissen? Es hat ja noch nicht mal irgendwer mich gesehen. So, die machen sich jetzt wieder da hinten bereit. Kriegen wir hier Gesellschaft? Komm von rechts, ich höre sie. Also, sollen wir nach dem Kommunisten suchen? Mist. Tja, wo könnte der wohl sein? Das ist die Frage.
Was haben wir denn da überhaupt eingesammelt? Ich meine, das war jetzt das erste Mal, dass ich da überhaupt was gesehen habe. Ich erinnere mich daran, wie froh ich war, Bourbon in der leeren Stadt anzutreffen. Noch ein lebender Mensch in diesem Land der Toten. Wohin ist dieses Gefühl verschwunden? Hier an der Oberfläche, zwischen den toten Steinen und versteinerten Knochen, lauert die Gefahr überall. Die mutierten Tiere, die verstrahlten Seelen, die vergiftete Luft. Und trotz all dem gibt es hier keine größere Gefahr als den Menschen. Und kaum haben wir dieser feindlichen neuen Welt ein kleines Stück Lebensraum abgerungen, bauen wir dort eine Festung anstatt einer friedlichen Kolonie. Ja, das ist die traurige Wahrheit hinter den Menschen. Da hinten sind es auch zu viele. Aber interessanterweise, patrouillieren die gefühlt auch. Ja, wobei, da unten läuft jetzt auch einer. Kriege ich den mit dem Messer? Jawoll! Dass wir den noch catchen konnten, das war auch wichtig. Ich muss einfach nur nach oben kommen. Weil bevor die von unten nach oben kommen. Okay, jetzt ist da auch wieder einer. Das war knapp. Bringen wir den raus. Einen von uns hat erwischt. Ja, stimmt. Ich kann mich ja leider auch nicht hinlegen hinter die Kiste. Der Filter sagt auch schon wieder bald Adieu. Achtung, wir haben Gesellschaft. Na, komm doch jetzt mal ran hier auf den Meter. Das wär ein zu großer Abstand. Es war zumindest einer weniger. Und das Messer kann ich mir noch zurückholen. Ah, die Pisser da oben, ne? Es ist echt eine beschissene Stelle. Also kann mir jeder sagen, was er will. Ja. Einmal kurz die Lampe angemacht. Auch zurück. Das Messer auch zurückgeholt. Mann, Alter, wenn ich jetzt eine Nachtsichtvisier hätte, ne? Aber weißt du was? Nun ist alles.
So macht man das. Ach, der lebt noch. Dafür krieg ich Stoff. Mann, ey. Eigentlich war es ein Heady, ne? Gut, zwei Schuss und das war's mit dem da oben. Also der Punkt wird echt übel. Also den Run im Stealth, den möchte ich mal gesehen haben. Oder ich bin einfach nur komplett lost gerade, was das angeht. Gehen wir das nochmal durch. Wir haben maximal 15 Minuten, um die Luftschleuse zu öffnen. Schaffen wir es nicht, ziehen wir uns zur Basis zurück. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir sie sprengen können. Was meinen Sie, Herr Offizier? Hier oben zu stehen, finde ich gruselig. Na, was haben wir denn hier? Einen Denker. Brillant. Und haben Sie auch darüber nachgedacht, was wir tun, sobald wir das Loch erobert haben? Sollen wir dann Ihren dummen Kopf nehmen, um den Ausgang zu stopfen? Lassen Sie das. Der Kommandant hat uns eine klare Aufgabe erteilt. Die Station still erobern. Tja, dann mach das mal. Okay, ich hätte gedacht, da hätte ich was machen können. Oh, Jackpot. Ja, so einfach kann es gehen. Warum denn nicht auch gleich so? Gut, da hatte ich Glück. Glück im Unglück, würde ich mal sagen. Frage ist nur, wohin? Oh, shit! Filterwechsel. Es kann gut sein, dass ich hier richtig bin. Es kann sein. Auf jeden Fall gab es ein Speichersymbol. Das heißt, wir sind schon mal unten raus. Und meine Fresse, bin ich froh. Okay. Da kann es weitergehen. Da kommen wir wahrscheinlich nicht lang. Nein. Gibt es hier hinten noch irgendwas, von dem ich was wissen sollte?
die beiden Gesellen liegen auch schon etwas länger. Nö, dann ist das richtig gewesen. Endlich. Komm schon, rein da. Und ich sag mal so, wir haben... Gut, wir sind hier noch nicht fertig, wie man sieht. Oh Mann, ey. Also ich kann wirklich nur sagen, das Let's Play an sich, das kann man echt nur in einem komplett dunklen Zimmer sich ansehen. Da steht auch noch wer. Ja, eigentlich war es. Es war sehr eng. Kann ich sagen, ja. Tja, das ist die Frage, Männers. Das ist schlecht. Wo haben wir eigentlich die ganzen Medipack-Kids auf einmal her? Ah, ist er wahrscheinlich seine Verletzungen dann doch erlegen. Meine Güte. Ja, die Jungs kommen wahrscheinlich bald von unten. Oh Mann, ey. Achtung, wir haben Gesellschaft. 13 Schuss noch. So schade, dass man sich nicht um Ecken lehnen kann. Okay, der Typ ist also noch nach wie vor unten. Oder je nachdem, wie viele das sind. Wo kamen die denn hoch? Das ist die Frage. Es muss ja irgendwo einen Treppenaufgang gegeben haben. Okay, also hier müssen wir weiter. Das ist wohl wahr.
Muss ich sogar noch weiter nach oben? Hat ihn jemand gesehen? Ich nicht. Ich glaube ich. Nein, nicht. Wo könnte er sein? Tja, das ist die Frage, ne? Also, sollen wir nach dem Kommunisten suchen? Abmarsch! Haltet aber Ausschau! Und dass wir uns gegenseitig Rückendeckung geben müssen. Also der Typ ist gerade explodiert, aber von der allerfeinsten Sorte. Verdammt, wo könnte der kommunistische Bastard sein? Hey, du, ergib dich, dann wirst du verschont, sofern du explodierst. Wie viel hat der gerade eingesteckt? Die Kommunisten sind in der Nähe! Was zum Teufel? Merkwürdig, 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 merkwürdig. Bei manchen Feinden hast du wirklich einen One-Hit, ne? Und dann hast du einfach gefühlt zwei Tanks in Folge. Strange. Hey, Kommunistenfreak, komm raus! Yeah, komm raus! Möchte ich aber nicht. Geht auch bald die Möglichkeit mit den Filtern aus, ne? Nein, nicht. Verdammt. Du verdammter Freak! Du entkommst uns nicht. Kann sein, dass er weg ist. Kann ich froh sein, dass er das erste Messer nicht gesehen hat. Wo zum Teufel versteckt er sich? Das ist die Frage. Wie schon mal. Ach, Leute. Es ist echt kein Part, wo ich sagen muss, jo, da läuft's. Nicht so richtig. Timer geht auch. Nochmal kurz das Licht ausgemacht und den Filter werden wir dann wechseln, ja, wenn wir hier an der Stelle weitermachen werden. Immerhin sind wir aus dieser misslichen Lage unten herausgekommen. Das ist ja schon mal einiges wert, wie ich finde. Im Gegensatz zu alle Abmeucheln sind es dann nur zwei unten gewesen und zwei oben. Den, der halt, ja, oben von dem Dämon angegriffen wurde, den zähle ich jetzt nicht unbedingt damit, der war ja mit sich selber mehr beschäftigt als mit uns. Aber quotentechnisch besser weggekommen, auch wenn wir jetzt hier versuchen müssen, uns, ich denke mal auch, mehr oder weniger den Weg freizuschießen. Aber ey, wir sind schon mal durch die faschistischen Reihen durchgekommen, ja, unterhalb der Brücke. Dann werden wir, oder auch mit dem Panzerwagen, ja, dann werden wir das hier wahrscheinlich auch schaffen. Es geht nur voran. Es kann nur einen Weg geben. In der Hinsicht, ich danke fürs Zusehen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Metro 2033.